Diese Frau ist nach Berlin gekommen, um herauszufinden, was die Deutschen wirklich denken. Cheryl Orring. Bei ihrer Aktion »Wenn ich Kanzler wäre« fordert die Amerikanerin Passanten auf, ihr Postkarten an den Regierungschef zu diktieren. Mit diesen Gegenständen baue ich so eine Atmosphäre auf, die sehr intim ist, so fast wie ein Wohnzimmer. Und die Leute kommen auf mich zu und obwohl ich die gar nicht kenne, öffnen sie sich ziemlich schnell. Und zweitens finde ich, dass die Format von der Postkarte hilft auch, weil das ist ziemlich klein und die müssen sich richtig überlegen, was sie gerne sagen möchten, weil sie nicht so viel Platz haben. Die Wahl steht an, Komma. Die Deutschen sollen wählen, Bindestrich. Wir wünschen uns endlich Bewegung, noch mit freundlichen Grüßen. Ich finde die Idee einfach klasse. Egal, ob man damit etwas bewegt oder nicht bewegt, aber es ist etwas, was in einem war, rausgekommen. Das ist wichtig für mich. Viele Passanten haben offenbar nur darauf gewartet, endlich mal ihre großen und kleinen Sorgen loszuwerden. Diese Dame aus Bayern weiß, was in Berlin schiefläuft. Sie würden die Hundesteuer so erhöhen, dass endlich mal der Hundedreck hier in Berlin wegkäme. Was der Kanzler wohl dazu sagt, schließlich ist er ja selbst Hundebesitzer. Aber die Retourkutsche folgt sofort. Dieser Vierbeiner und sein Frauchen fühlen sich zu Unrecht diskriminiert. Da muss man Bußgeld zahlen, wenn der Hund mal ohne Leine läuft. Dahinter steckt doch bloß ein ausgeklügeltes Ablenkungsmanöver, mutmaßt diese Berlinerin. Irgendeiner ist dann immer der Doofe, jetzt sind es gerade mal wieder die Hundebesitzer. Und so wird von eigentlichen Problemen ja auch viel abgelenkt. Das nächste Mal sind es die Autofahrer. Ja. Und so geht das dann immer die Reihe rum. Genau. Und so, damit die Leute mal was zu schimpfen haben, aber sich nicht auf das Wesentliche konzentrieren können. Und zwar so, wie es unserem Staat im Moment geht. Ne? Die Reaktion ist unglaublich. Ich meine, ich war für die letzte Stunde ohne Pause beschäftigt mit Karten. Bevor sie nach Deutschland kam, hatte Cheryl Orring Amerikaner aufgefordert, Präsident Bush ihre Meinung zu schreiben. Über 1000 Postkarten landeten so auf seinem Schreibtisch im Weißen Haus. Die Leute waren sehr offen. Das Einzige, was mir einfällt, was unterschiedlich ist, was ich bisher in Deutschland nicht erfahren habe, aber doch in den Staaten, ist, dort gab es einige Leute, die Angst hätten, einen Brief an den Präsidenten zu schicken. Zumindest haben sie mir gesagt, dass wenn sie ihre echte Meinung ausdrücken würde, das hätten sie dann Probleme von der Regierung oder irgend sowas. Auch in Berlin wird jede Postkarte frankiert und abgeschickt. So findet es ein Nichtwähler toll, dass Schröder das Handtuch geworfen hat. So viel Menschlichkeit ist in der heutigen Politik selten anzutreffen. Ich würde Schlachthäuser abschaffen und dafür sorgen, dass Eltern das gemeinsame Sorgerecht bekommen. Automatisch. Cheryl Orring hört zu, was die kleinen Leute den Großen da oben zu sagen haben. Dass die Renten der kleinen Bürger nicht angetastet werden und dafür die Renten der Minister, Beamten und Manager etwas niedriger werden. Dass der direkte Kontakt zum Volk verloren gegangen ist. Weil die Politiker, je höher sie in der Leiter steigen, über die Landespolitik bis in die Bundespolitik, schon die Bodenhaftung teilweise verlieren und im Grunde genommen zu den eigentlichen Drängen, Zwängen und den Ideen im Volk keinen direkten Kontakt mehr haben. Also, lieber Kanzler oder Kanzlerin, demnächst mal in den Briefkasten gucken.